Hallo zusammen, heute geht es um die Illuminated Knits, die ich mal ganz frei übersetzen möchte als gestrickte Buchmalerei, weil die Autorin hier den Ausdruck Illuminated bzw. Illumination in einer sehr ursprünglichen Bedeutung verwendet, nämlich als Dekoration eines Schriftstücks. Ja, in so alten Büchern, wie hier zum Beispiel das Book of Kells, hat man das ja oft, dass Anfangsbuchstaben oder auch Kapitelüberschriften ganz aufwendig verziert worden sind, oft mit Verwendung von Blattgold oder Blattsilber. Hier zum Beispiel ein großes T als Kapitelanfang. Und wenn dann auf dieses Edelmetall Licht drauf fällt, dann reflektiert es dadurch, dass es Metall ist, das Licht wieder. Und für den Betrachter sieht es dann so aus, als ob derartig verzierte Buchstaben leuchten würden, also so illuminiert wären. Um jetzt so eine gestrickte Buchmalerei hinzukriegen, braucht es zwei Sachen. Erstens eine spezielle Zopfmustertechnik. Die hat die Autorin in einem vorhergehenden Buch entwickelt. Das Buch heißt Celtic Cable Shawls, also keltische Zopfmuster, Schals oder Tücher. Und zweitens hat sie sich in diesem Buch überlegt, wie sie das hinbekommt, dass die Zöpfe sich jetzt auch noch farblich vom Hintergrund absetzen. Also wie sie durch verschiedene Farben quasi stärker betont, also illuminiert werden können. Den Effekt erreicht sie, indem sie immer zwei Farben verwendet. In dem Beispiel ist es zum Beispiel mittelblau und weiß. Hier bei dem Quadrat ist es hellbraun und dunkelblau. Und diese zwei Farben werden für den Hintergrund immer abwechselnd gestrickt. Eine Reihe blau, eine Reihe braun, eine Reihe blau, braun, blau, braun oder hier blau, weiß, blau, weiß, blau, weiß, so dass sich der Hintergrund durch die abwechselnden Reihen optisch zu einer Farbe vermischt, während der Zopf nur in einer von den beiden Farben gestrickt wird. Also wie man hier sieht, ist der Zopf nur mit den weißen Maschen gestrickt und hier nur mit diesen braunen. Dadurch heben sich dann die Zöpfe optisch einfach ein bisschen ab. Gut, kommen wir zu den Farben, die man dafür verwendet. Wie gesagt, ihr braucht für jedes Stück zwei Farben. Da ist es so, je ähnlicher sich die Farben sind, also wie zum Beispiel bei dem hier oder bei dem hier, desto harmonischer wirkt das Ganze. Je verschiedener die Farben sind, desto stärker werden die Zöpfe betont. Zum Beispiel bei der Probe, die ich gestrickt habe, hier. Dann könnt ihr natürlich noch damit arbeiten, ob ihr ganz einfarbige Wolle verwendet oder wie bei dem Muster hier so ein Türkis, der so Melange-Töne drin hat. Oder wie hier die Autorin bei den drei Beispielen. Ja, hier zum Beispiel ein rotes Garn, das auch so eine melierte Optik hat, mit einem grau-grünen, das eher einheitlich ist. Hier sind zwei Garne, da sieht man jetzt keinen großen Unterschied. Die finde ich, ich persönlich finde hier in dem Beispiel, dass sich die Garne viel zu ähnlich sind und dass dadurch, dass beide meliert sind, sich das auch nicht mehr so schön abhebt. Das hier, finde ich, geht wieder, das ist sehr harmonisch. Generell ist so, wenn ihr euch Farben überlegt, strickt so Beispiele wie hier so diese einzelnen Quadrate und guckt euch einfach an, wie es wirkt, weil man das vorher sehr schlecht absehen kann. Bei dem hier zum Beispiel dachte ich, das wird bestimmt ganz toll, blau und gelb, ganz unterschiedlich, das wird sich wunderschön voneinander abheben. Ja, das tut's. Mir gefällt aber dieser Hintergrund, wie sich das Blau und das Gelb im Hintergrund optisch zu so einer Hintergrundfarbe vermischen, gefällt mir jetzt persönlich gar nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt. Deswegen lieber Proben stricken mit den Farben, die ihr verwenden wollt.
damit ihr wisst, wie es im Endeffekt wirkt. Gut, wenn wir die Farben gewählt haben, dann geht es an die Durchführung. Eine Reihe blau, eine Reihe weiß, eine Reihe blau, eine Reihe weiß. Daraus folgt mehr oder weniger zwingend, dass ihr nicht in Reihen arbeiten könnt, sondern ihr müsst in Runden arbeiten. Wenn ihr zum Beispiel so ein flaches Teil hinkriegen wollt, wie diese Decke, gibt es halt den Trick, ihr arbeitet einfach diese einzelnen Quadrate aus. Ja, viele verschiedene, das hier, dann das daneben noch. Und strickt oder häkelt die am Schluss zusammen. Das kann man hier schön sehen. Ja, hier sind die Verbindungsstücke, die Verbindungsnähte. Und dadurch entsteht was Flaches. Die einzelnen Quadrate werden von der Mitte in Runden nach außen gearbeitet. Ja, so von innen nach außen. Immer abwechselnd eine Reihe blau, eine Reihe weiß. Oder beim anderen Strickstück, wenn einem das einfacher fällt, von außen nach innen. Dann hat man hier die Rundenthematik und strickt so schön rund. Oder bei dem Pulli, den die Autorin hier in ihrem Buch hat. Ja, bei dem Pulli hier ist es ja so, dass man da sowieso in Runden arbeiten kann. Wenn man zum Beispiel oben anfängt, immer in Runden die Rundpasse strickt, dann die Maschen hier kurz auftrennen, den zwei Ärmel und den Rumpf. Den Rumpf kann man schön in Runden weiter stricken und die Ärmel kann man auch in Runden stricken. So bei so Pullovern geht es mit den Runden ganz einfach. Ein drittes Beispiel wäre, wenn man so Schal strickt, wie hier zum Beispiel, ja, das ist ja eine Fläche, eine flache Fläche. Ja, man kann sich fragen, wie hat sie das gemacht? Hier hat sie auch in Runden gearbeitet und zwar mit einem recht einfachen Trick. Wenn ihr euch das Teil jetzt nicht flach vorstellt, das war nämlich vorher mal so ein Schlauch, ja, so rund. Und dann strickt man hier einmal so rum, dann ist hier das Muster beendet. Dann strickt man hier zum Beispiel 10 Maschen rechts, dann nochmal hier 10 Maschen rechts und dann käme hier wieder das Muster und das strickt man dann quasi einfach mal komplett hoch. Am Schluss schneidet man es hier in der Mitte durch, zieht die Fäden auf und die Seitenfransen verknotet man so und dann hat man außerdem noch schöne Zierfransen am Eck. Und man sieht nicht, dass es vorher mal eins war. Kommen wir jetzt dazu, wie man den Zopf strickt, wenn man zwei Farben verwendet. Also, ihr kommt in der einen Runde mit der gelben Farbe. Dann Farbwechsel, dann strickt ihr eine Runde mit der blauen Farbe. Das ist, solange ihr noch keine Zöpfe habt, sondern nur den Hintergrund strickt, strickt ihr einfach mit jeder Farbe komplett die Runde durch. Dann kommt ihr an die Zöpfe. Soll der komplett blau sein, strickt ihr in der Runde, wenn ihr mit dem blauen Faden strickt, den blauen Zopf mit, dann wieder Hintergrundmaschen. Dann hebt ihr gelbe Maschen vom gelben Zopf ab, ohne sie zu stricken. Den blauen Faden lasst ihr dabei hinter der Arbeit. Dann strickt ihr wieder von den Hintergrundmaschen mit Blau. Wenn dann ein blauer Zopf kommt, strickt ihr die Zopfmaschen auch mit Blau. Und dann strickt ihr wieder Hintergrund. Gelbe Zopfmaschen hebt ihr wieder einfach ab. In der nächsten Runde mit Gelb ist es dann genau umgekehrt. Da hebt ihr die blauen Zopfmaschen ohne zu stricken ab. Der gelbe Faden bleibt hinter der Arbeit. Den Hintergrund strickt ihr. Gelbe Zopfmaschen strickt ihr, blaue Zopfmaschen ohne zu stricken abheben, Hintergrund stricken, gelber Zopf stricken. Gut, und wie das jetzt detailliert gemacht wird, das zeige ich euch jetzt.